Ja, liebe Freunde, je länger der Abend, umso kürzer die Vorträge. Deswegen vielen, vielen Dank erstmal, lieber Ingo, für die Einladung. Ihnen vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und lieber Peter, vielen Dank auch für diese tollen Grußworte aus Österreich. Als du zu Ende gesprochen hast, hat dann jemand im Publikum gesagt, wow, der wird noch eine Karriere machen. Ich muss sagen, du würdest auch bei uns Karriere machen, aber mit den 2 Semestern Jura wärst du schon überqualifiziert für deutsche Bundespolitik. Denn bei uns kann man mit nach 2 abgebrochenen Semestern Theaterwissenschaft stellvertretende Parlamentspräsidentin werden. Ja. Lieber Tino, du hast das angesprochen, jeder, der einen Diesel fährt, ist ein Dreckschwein. Ja, ich bekenne, ich bin ein Dreckschwein. Ich bin mit einem Diesel gekommen, ich habe gestern Abend Spare Ribs gegessen und ich bin auch noch ungeimpft. Ja? Und lieber Ingo, ich würde nicht mit dem Fahrrad kommen, selbst wenn ich dann deswegen hier das Recht hätte, ja, ständig im Recht sein, mich wähnte. Denn ich glaube an die Straßenverkehrsordnung und ich glaube an die goldene Regel, rechts vor links. Liebe Freunde, es ist mir wirklich eine große Ehre, hier zu stehen und nach diesen großartigen Rednern zu sprechen. Ich muss inhaltlich nichts hinzufügen, das wurde alles perfekt gesagt. Ich will nur sagen, schauen Sie sich das an, was für Qualität wir hier haben. Unser Landtagsabgeordneter Ingo, Professor, Gerrit, Managerin mit 2-fachem Abschluss, hat sich durchgearbeitet, durchgekämpft, ist in die obersten Positionen gekommen und nicht wegen einer blöden Quote, sondern wegen ihrer Qualität. Und ich kann die Reihe weiter fortsetzen. Rainer, Top-Jurist in einer großen bayerischen Landesbank, lange tätig, ja, ich will keine Firmennamen nennen, aber Top-Jurist auf einem super Niveau. Gerold, ich glaube, in der Bundeswehr, du warst Oberst, nicht? Und Peter, über Peter, selbstständig. Du hast gesagt, du hast mit 50 D-Mark angefangen, ich bin auch selbstständig, ich habe mit 40 D-Mark hier im Kreisverwaltungsreferat meine Firma angemeldet. Also, Sie sehen das, liebe Freunde, wir sind hier alle Menschen, die mit beiden Beinen im Beruf stehen, die Familien haben, die diesen Beruf erlernt und ausgeübt haben. Und das macht unsere Partei aus. Das macht die AfD aus. Bei uns gibt es keine Kreissaal-, Hörsaal-, Plenarsaalkarrieren. Bei uns weiß jeder, wie sich das wirkliche Leben anfühlt und deswegen sind wir auch die einzige Partei für die arbeitenden Menschen in diesem Land. Und lieber Tino, du hast mit euren Erfolgen schon die Marschroute vorgegeben. Ja, klar, ihr habt in den östlichen Bundesländern natürlich noch ein bisschen bessere Ergebnisse als wir im Westen. Aber ich möchte das hier auch sagen. Wir hier in Bayern, wir haben das schwierigste Umfeld. Wir haben die damals konservativste Ausprägung der CDU mit der CSU. Wir hatten auch noch die Freien Wähler dazu als Konkurrenz und wir haben es 2017 trotzdem geschafft, das beste Ergebnis aller westlichen Bundesländer einzufahren. Und liebe Freunde, mit dieser Qualität, mit diesen Leuten, mit eurer Hilfe von der FPÖ, mit dem, so wie wir jeden Tag kämpfen, und ich sehe hier viele Gesichter, wir sind jeden Tag an Infoständen, wir sind jeden Tag zwischen den Menschen, wir machen jeden Tag auch im Regen Wahlkampf auf den Marktplätzen. Wir sind gerade aus Weilheim gekommen, also heute, das ist nicht der erste Abend und alle zusammen werden sicher ein tolles Ergebnis erreichen. Vielen, vielen Dank. Petr Bystron. Vielen Dank, Peter.